Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Slime Rancher und mittlerweile schon 28. Folge von Slime Rancher. Und zwar zusammen mit dem JD Crafter. Grüße gehen raus. Ja. Wir sind immer noch am selben Tag. Dieselbe ja. Aufnahme. Nicht dieselbe Aufnahme, aber so in etwa. Aufnahme-Session. Genau. Ja, und. Das können wir auch so machen, immer weiter aufnehmen. Warum ihr wissen wollt, warum so schöne Farben haben oder so. Dann guckt in der letzten Folge rein auf meinem Kanal. Die ist jetzt oben rechts verlinkt, genau wie mein Kanal. Ja, und vielleicht ist doch die Playlist. Genau. Vielleicht ist auch die Playlist, genau. Vielleicht. Und es haben sich auch einige Sachen an den Folgen geändert. Falls ihr, das haben wir in der Folge 26 bei meiner letzten Folge gesagt. Ja, falls ihr wissen wollt, was sich genauso geändert hat und warum, dann schaut doch gerne bei der letzten Folge vorbei. So. Geheimtipp. Die Folgen sind jetzt kürzer, aber dafür besser. Genau. Haben Sie nicht den Game of Thrones, dass ich euch das erzählt habe? Nein, nein, die haben bestimmt schon. Die haben bestimmt schon alle oben rechts auf die Ecke geklickt und ja, gucken stimmt. Jetzt gar nicht mehr dieses Video. Ja. Und übrigens, falls ihr keinen Bock habt, ein Like da zu lassen, lasst auch kein Like da, aber bitte lasst kein Dislike da, das regt mich bitte, auf. Bitte, bitte. Das regt mich einfach nur auf. So. Ja. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn da so Dislikes stehen. Ich finde das einfach nur schlimm. Ja. So. Bitte akquiriere. Dies für folgende Forschungen. Falls ihr diesen Satz noch nie gehört habt, dann schaut in der letzten Folge bei JD Crafter vorbei. Jetzt oben rechts verlinkt die letzte Folge. Ja, genau in dem. Genau das in dem ist sogar noch nicht mal aufgenommen. Ja, aber gerade in dem Moment, falls ihr es nicht in der Folge, kam oben rechts das Squidward-Spiel. Das kenne ich in der. Im Moment gerade. Lololol, würde ich sagen. Nee, ich meine Freunde. Das ist so ein komischer Typ, der wird in der Schule sein überall gemacht. Zu Recht. Weißt du, das hier ist Grüße gehen raus. Zu Recht gemobbt oder nicht zu Recht? Ja, zu Recht. Schon ein bisschen. Sieht er bestimmt nicht so, aber man weiß nicht. So ein Typ haben wir auch in der Klasse. Ist so komisch, der Josef. Kann sogar sein, dass ich ihn kenne. Grüße gehen raus. Josef. Naja, Moment. Ich wollte was sagen. Wolltest du das? Ja, ich wollte was sagen. So, das böller ich mal rein. Falls ihr wissen wollt, was der JD Crafter gerade da tut, schaut in meiner letzten Folge vorbei, der Folge 26. Ja gut. Über 20 PS. So. Eine schöne Musik. So. Ich fürchte eigentlich schon, dass der Spielsound maßlos zu laut ist. Ja, man weiß es nicht. Ja, das ist laut als wir beim Reden. Ah. Ich denke, das geht noch einigermaßen. Wenn da jetzt tiefen so drauf. So behindert! Wie viel eigentlich für Vorkommens gebraucht, um tiefen Solo zu bekommen? Ich weiß es nicht. 4? Ja. 5? Ah, da sind die 8. Gut. Du hast am Kern behindert. Leute, jetzt gibt's den Teleporter. In die Saas-Wüste. Und so ein kleiner Teaser. Es wird in Folge 30 wird es auch etwas Großes geben, was Zusammenhänge hat mit der Glaswüste. Also. Ja, guckt auf jeden Fall da schon mal rein. Schreibt sich in den Kalender, wann das Video rauskommt, wir haben nämlich auch noch keine Ahnung. Also sucht euch ein Datum aus. Durch den Kalender schreibt, wir haben keine Ahnung, wie rauskommen wird. Ihr werdet sehen. Ihr werdet sehen. Ja. Ihr werdet sehen. Sollen wir jetzt Premiere machen? Ich bin dann bei dir. Können wir machen. Sollen wir dann auf beiden Kanälen hochladen? Das können wir natürlich auch machen. Ah, das wäre wahrscheinlich ganz geil. Das so, und damit gibt es diesen pinken Teleporter. So. Kaching.
Jetzt saßen wir saßig in die Saaswüste. Aber du hast gerade schon mal ein Hit platziert, dass wenn du den Glaswüste platziert hast, dass du direkt wieder zurückgehen kannst. Ach stimmt, ja. Ist das smart oder was nicht so smart? So. Das sind andere Teleporter. Ich andere. Haben wir doch keine anderen? Nein. Wir haben. So, Warp-Technologie installieren. Zack. Jedes Mal, wenn wir reingehen. Ach, das ist süß. Gute Idee. Das ist doch ein echter Ort. Egal. 6 F's nochmal anwählen. Das ist ein super schöner Akkord. Wir haben so einen Lehrer in der Schule, der weiß bestimmt, was das für einer ist. Geldspend macht das auch so. Der Geldspend ist das so, wenn du den Akkord spielst. Und dann sagt er, was das für ein Akkord ist. Müsste das dann irgendwann so riesenlangen Akkord bezeichnen, wenn du den ganzen Arm aufs Keyboard draufhaust. Na gut. Defis at 7 Sharp 9 Schrägstrich. Ja. Kenn ich aus mit Musik. Ich habe ja immer einen Track auf Soundcloud veröffentlicht, der jetzt oben rechts verlinkt ist. Och Mann. Es ist deine Folge. Stimmt, wir schneiden die Folgen ja gleich zusammen. Vielleicht. Wir brauchen sowieso noch 10 Millionen Jahre, bis wir hochgeladen sind, oder? Ja, brauchen die. Ja, erst nach dem Hochladen kannst du die Infokarten machen, also viel Spaß. Ach, danke. Gerne. Ich habe absolut keine Ahnung, was du überhaupt für einen Track auf Soundcloud hast. Den ich auf Disco aufgepostet habe, Edi Nahoi. Das ist ganz toll. Ich glaube, du findest mich gar nicht auf Soundcloud. Das glaube ich nämlich auch. Du kannst aber so eine Infokarte machen, leider keine Infokarte hier, die ich nicht finde. Mal gucken, was da sein wird. Ich kann eine Abstimmung machen. Was für ein Infokarte? Infokartensystem wird missbraucht. Weißt du, ich mache eine Abstimmung. Dann müsst ihr raten, welche Infokarte es dir nächst kommt. Wisst ihr? So, und dann. So. Du bist falsch gegangen, das weißt du, oder? Nein. Ich bin nicht falsch gekommen. Ah, oho, aber ich bin intelligent. Hä? Voller Gaming-Slab. Klar, das war ein bisschen. Nee. Ah, ich weiß noch, wie lange wir gebraucht haben, um herauszufinden, wie man dieses scheiß Portal öffnet. Ja. Also, was ist das Portal? Ist das nur eine Tür? Weißt du, was noch trauriger ist? Was? Dass wir immer noch nicht wissen, wie der Scheiß ganz am Ende funktioniert. Das funktioniert gar nicht, glaube ich. Doch, das funktioniert. Da kommt man irgendwie in einen Raum mit ganz vielen Goldplots und vielen aggressiven Slimes. Das ist was anderes, das sind die Vaults. Also es gibt, wenn du das Spiel durchspielst, öffnest du die Türen, so Kammern, so Räume sind, mit ganz vielen Goldplotten und Schatzdingern drin. Oh, ja, dann bin ich dumm. Wir öffnen dich, wenn man das Spiel durchspielt. Aber wann hat man das Spiel durchgespielt? Wenn man alle von den Notizen gelesen hat, dann muss man noch so ein paar Mails machen. Ich glaube, ich habe sogar geschickt, so ein Handy der Video. Ja. Habe ich abgefilmt. Falls ihr dieses Video sehen wollt, dann spam doch gerne meinen Jedi-Crafter voll. In meinem Film. Oder schreibt in die Kommentare dieses Videos. Oder jetzt oben rechts in der Abstimmung. Oben rechts in der Abstimmung. Da gibt es einen Link zu Jedi-Crafter, da könnt ihr einfach ein Video aussuchen oder nehmt einfach alle Videos und kopiert da ganz viele Kommentare rein. Oder jetzt in der Abstimmung und klickt einfach auf Ja oder Nein, bis ihr ihn wollt. Oder schreibt es in die Kommentare des Videos. Oder geht es in der Beschreibung auf diesen Link, also findet ihr eine Abstimmung? Nein, findet ihr nicht. Das müsst ihr nicht machen. Geht einfach jetzt auf diesen Link. Dieser Link funktioniert nicht, weil es ist einfach ein erfundener Link ist. Überlegung, ich bin dumm, das ist kein echter Link.com. Oder gibt es die Website sogar? Ich mache einfach irgendeinen random Link rein. Und den. Da könnt ihr dann erfahren, was ich nicht weiß. Warte. Ist das nicht geil? www. Und ich bin dumm. Und das ist kein echter Link. Komm.
Safari kann mit seinen Surfen das aber nicht gut. Aha. Ich kenne YouTube, der hat eine Website aufgemacht, die heißt Go Fuck Yourself and This Is Not For Sale. Wo er nur geschrieben hat, dass man diese Sachen nicht kaufen kann. Ja, da kann man da sogar was kaufen. Das ist ein Bursa von dem Ding. So, dann stellen wir hier Sasometer. Sasen wir hier. Wo sollen wir es hinstellen? Vielleicht doch da hinten? Oder da? Da. Da ist gut, oder? Da ist ganz toll. Und. Bam! Dumme. Und das war's mit der Folge. Schaut beim Jellycon für Football, bla bla bla. Macht alles, was alle YouTuber von euch wollen. Und tschüss!